Und ein herzliches Willkommen zurück bei Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch. Ich bin von der Gameplays als Hobby. Und ja, ich bin jetzt nochmal zurückgegangen zur Pokémon-Kämpfer-Auswahl, weil ich mein Dings, meine Motivation wieder ändern wollte. Genau, ich wollte die auch spezial behalten. Vorhin hatte ich die ja auch zufällig, das wollen wir natürlich nicht. Und wir suchen mal nach dem nächsten Gegner, den wir eventuell verhauen dürfen. Da haben wir schon einen. Mit Mewtwo aus Frankreich, der Jan mit 65 Siegen. Gruppe D5. Wenn ich gegen den gewinne, gibt er mir leider nicht allzu viele Punkte. Aber umso mehr Punkte verliere ich, wenn ich verliere. Was natürlich ärgerlich wäre. Der Knacker kann echt eine große Distanz immer mit seiner Drehschraube da machen. Okay. Geht doch. Okay, 1-0. Meine Güte. Er macht mir jetzt aber trotzdem noch einen recht Anfänger-Einblick irgendwie. Und ich Dummheitsfehler irgendwie. Ich mache Fehler, wo ich eigentlich weiß, dass das als nächstes alles passiert. Bei der Attacke funktioniert das doch nicht. Bei der Attacke funktioniert das nicht. Mann! Damit rechnet man nicht, dass man aus der Entfernung so eine Attacke macht. Was mache ich denn? Sag mal. Ich könnte mich über mich selber ärgern. Das ist das Problem. Manchmal stelle ich einfach irgendeinen Blödsinn an und ich weiß nicht warum. Und greifen kann man den Kerl irgendwie auch nicht. Und zum Angreifen komme ich irgendwie auch nicht. Der liebt diese Attacke, kann das sein? So, geht doch. Nervenbacke. ja, ein Sieg. Sehr schön. Aber es gibt wenigstens ein bisschen Punkte. 50 Punkte immerhin. Die 50, die ich vorhin verloren hatte. Also im vorherigen Video und davor hatte ich nochmal 50 Punkte verloren. Mal gucken, ob wir die auch noch reinkriegen wieder. Wir suchen mal den nächsten Kampf. Mal schauen, gegen wen wir nun kämpfen dürfen. Ich fände es ja mal lustig, wenn ich gegen irgendeinen Abonnenten von mir plötzlich hier im Kampf stehen werde. Aber ich glaube mal, die Chance ist recht gering. Es war schon interessant, dass ich mal nach einer längeren Pause gegen jemanden wieder spielen durfte, gegen den ich vor keine Ahnung wann mal gespielt hatte. Nämlich diesen Halo 2.0 oder Hello 2.0. Da habe ich mich irgendwie gefreut gehabt. Der ist übrigens auf Platz 5 unter den Deutschen hier. Oder zumindest ist er ziemlich weit oben in der Rangliste. So, der Matteo aus Italien mit 28 Sieg und Schatten Mewtwo.
Na denn, zeigen wir es mal, Schatten Mewtwo. Gruppe E1. Ich glaube, das gibt gerade mal so 25 Punkte oder sowas, wenn ich da gewinne, oder? Der wird sich jetzt natürlich auch denken, hoffentlich gewinne ich das. Also das wird er sich wahrscheinlich denken. Ja, geht doch. 1-0. Auch wenn es schon wieder knapp war. Warum auch immer. Na gut, ich will jetzt nicht sagen, dass ich wirklich ein sehr, sehr guter Spieler bin oder sowas. Klar. Dafür verliere ich wirklich zu oft. Wie konnte der mich jetzt wieder aus dem Boden rausholen? Warum macht er nur Schutz? Damit ich reinrenne wahrscheinlich, ne? Jetzt aber, geht doch. 2-0. Zweiter Sieg in Folge. Entschuldigung, Matteo. War aber nett, dich kennengelernt zu haben. Und noch viel Erfolg beim Aufsteigen. Ich kenne das Problem, es ist nicht leicht. Oh, eine gute Bewertung. Plus 50, doch nicht 25. 50 ist wohl das Wenigste, was man kriegen kann. So, der dritte und letzte Kampf in dieser Aufnahme. Wir brauchen Punkte, her damit. Pineapple 23459 aus Amerika mit Gordo Ward und 768 Siegen. Na, ob wir das schaffen? Der hat schon so viele Siege und macht immer noch auf Gruppe D1 rum. Da kommt wohl auch nicht einfach weiter. Hat wohl auch schon mal bessere Tage gesehen. Okay. Pineapple, was ist los? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du wirklich so leicht zu besiegen bist. Also wenn du schon so viele Siege hast, kann ich mir das einfach nicht vorstellen. Oder du fängst gerade erst an, mit God of War vielleicht ein bisschen zu üben. Das wird nix. Hat wohl noch nicht so wirklich Ahnung, was man mit God of War vielleicht machen kann. Keine Ahnung.
Ja, cool. 2-0. Wieder 3 Kämpfe in Folge gewonnen. Das finde ich klasse. Pineapple, tut mir leid, aber... Wie gesagt, wahrscheinlich fängst du erst an, mit God of War zu trainieren. Anders kann ich mir das nicht erklären bei so vielen Siegen. Oh, Aufstiegsrunde naht. So, jetzt haben wir wieder ein paar Punkte reingeholt. Insgesamt 200 Punkte. Sehr schön. Na, das freut mich. Dann würde ich mal sagen, das waren erfolgreich 3 Kämpfe in diesem Video. Mit guten Punkten. Und die Aufstiegsrunde naht. Ich glaube, die ist jetzt ab dem nächsten Kampf, glaube ich, ne? Das heißt, wir bleiben direkt mal dabei. Und ich nehme zumindest direkt mal weiter auf. Und ihr seht dann allerdings erst am nächsten Tag wieder das Video. Und... Oh, ich muss gerade mal meiner Freundin zurückschreiben. Okay, auf jeden Fall. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr dürft es mir gerne mit einem Daumen nach oben zeigen und ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder oder bei einem anderen Let's Play von mir. Das war Pokémon Tekken DX auf Nintendo Switch mit von Löher Gameplays als Hobby. Auf Wiedersehen. Tschüss.